Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr, bei der dort 135 Menschen ums Leben gekommen sind, war das wahrscheinlich umfangreichste Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft Koblenz jemals geführt hat. Und nach umfassender Abwägung aller Ermittlungsergebnisse ist die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis gekommen, das nicht erweislich ist, dass sich der damalige Landrat des Landkreises Ahrweiler und der Leiter der technischen Einsatzleitung in der Flutnacht strafbar gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Ermittlungsverfahren gegen beide Beschuldigte gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt, weil nach dem Ergebnis der Ermittlungen ein hinreichender Tatverdacht nicht besteht und eine Verurteilung nicht wahrscheinlich ist. Uns ist bewusst, dass die Ahrflut unsägliches Leid über die Menschen im Ahrtal gebracht hat. Wir wissen, wie viel die Menschen dort mitgemacht haben und immer noch mitmachen. Wir wissen, wie viel Trauer und Erschütterung die Katastrophe ausgelöst hat und wie viele traumatisiert zurückgeblieben sind. Wir kennen zahlreiche Schilderungen aus den umfangreichen Ermittlungen, die das Landeskriminalamt geführt hat. Menschliche Schicksale und Verluste, die uns alle, die wir hier vorne sitzen, sehr, sehr betroffen machen. Und ich kann Ihnen versichern, den Opfern und ihren Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl. In einer menschlich so schwierigen Situation hat eine Staatsanwaltschaft aber trotzdem einen gesetzlich klar definierten und sehr eingeschränkten Auftrag. Sie hat eine rein strafrechtliche Prüfung vorzunehmen. Wir als Staatsanwaltschaft prüfen nur, ob eine Person, ein einzelner Mensch, ein Verhalten gezeigt hat, das einen Straftatbestand erfüllt. Und das ist eine individuelle Betrachtung. Es geht um die individuelle Schuld des Einzelnen. Wir haben nicht die Aufgabe, eine Naturkatastrophe als solche aufzuarbeiten, auch nicht das Katastrophenschutzsystem in seiner Gesamtheit. Das mag Aufgabe anderer Behörden sein, der Fachbehörden, nicht aber die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Und bei der Beantwortung der Frage nach der Strafbarkeit müssen wir uns freimachen als Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von Emotionen, was angesichts des Ausmaßes der Katastrophe und all des menschlichen Leids, das durch sie ausgelöst worden ist, uns auch schwerfällt. Dennoch müssen wir uns zwingen, emotionslos, objektiv und nüchtern die Sach- und Rechtslage einzuordnen. Freimachen, und das ist mir ein Anliegen, das direkt zu Beginn zu sagen, müssen wir uns als Staatsanwaltschaft auch von politischen, moralischen oder charakterlichen Bewertungen, die möglicherweise wunschgebend sein können für das Ergebnis, was man selber gerne vielleicht hätte. Die Staatsanwaltschaft hat nicht darüber zu befinden, ob im vorliegenden Fall jemand charakterlich versagt hat. Es ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, politische Verantwortung zu bewerten. Es ist auch nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, ein moralisches Werturteil im Rahmen ihrer Beurteilung zu treffen. Ob jemand in einer Krise standhaft ist, Haltung bewahrt, Verantwortung übernimmt, führungsstark ist, Aufopferungsbereitschaft zeigt, eine Leuchtturmfunktion für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernimmt, das ist eine Frage des Charakters und der Persönlichkeit. Für die Frage nach der Strafbarkeit spielt das keine Rolle.
Vorausschicken möchte ich auch Folgendes. All jene, die als Opfer oder Angehörige von Opfern Strafanzeige erstattet haben, haben wir vorab über diese Pressekonferenz unterrichtet, damit sie die Begründung der Entscheidung mitverfolgen können. Außerdem werden alle oder haben bereits heute oder spätestens morgen ausführliche, auf ihre individuelle Situation bezogene Bescheide von uns erhalten, mit ausführlicher Begründung. Wir haben bewusst die Pressekonferenz als Medium gewählt, weil es über die verfahrensbeteiligten Opfer und Opferangehörigen hinausgehend zahllose Opfer in der Ahr gibt. Und wir wollten, dass alle gleichzeitig, unabhängig davon, ob sie sich einen Rechtsanwalt genommen haben, ob sie im Verfahren beteiligt sind oder einfach sich bisher zurückgehalten haben, dass alle gleichzeitig über das Ergebnis dieses Ermittlungsverfahrens unterrichtet werden. Parallel dazu, wie gesagt, haben wir sowohl die Rechtsanwälte als auch die nicht anwaltlich vertretenen Opfer angemessen unterrichtet. Ein paar juristische Ausführungen kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Es geht im Kern um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung im Amt, und zwar durch Unterlassen. Und die fahrlässige Unterlassungstäterschaft ist einer der wirklich komplizierten Bereiche im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs. Hinzu kommt in unserem Fall hier die Komplexität einer extremen Naturkatastrophe. Allen, die in den letzten Monaten versucht haben, einfache Antworten zu finden, muss ich leider sagen, das hier ist kein Fall für einfache Antworten. Das wird dieser Sache nicht gerecht. Die Komplexität, auch wenn das immer wieder versucht wird, die Komplexität lässt sich in diesem Fall nicht einfach hinweg vereinfachen. Und das werden Sie jetzt möglicherweise auch in der Folge meiner Ausführungen etwas mehr nachvollziehen können. Ich werde versuchen, alles in möglichst einfachen Worten darzustellen und auch in der gebotenen Kürze, auch wenn die Kürze bei der Komplexität eines solchen Verfahrens ein bisschen schwierig zu bewerkstelligen ist. Alle Juristen, die zuhören, die bitte ich ein wenig um Nachsicht. Eine einfache und verständliche Sprache kann zu juristischen Ungenauigkeiten in den Formulierungen führen. Bitte sehen Sie uns dies im Ringen um bessere Verständlichkeit nach. Ein paar juristische Erklärungen will ich, damit Sie das, was danach an Konkreterem kommt, vielleicht besser verstehen können, vorausschicken. Wir haben im Prinzip drei Prüfungspunkte gehabt, um es mal vereinfacht darzustellen. Der erste Prüfungspunkt ist die Frage der generellen Verantwortlichkeit. Wir haben ermittelt gegen einen ehemaligen Landrat und einen Leiter der technischen Einsatzleitung. Da stellt sich die Frage, sind die überhaupt generell für so etwas verantwortlich in dem Einsatz? Das ist die erste Frage. Wenn man die verneint, kommt man zu den weiteren Prüfungspunkten schon gar nicht mehr. Die zweite Frage ist die nach der Fahrlässigkeit, nach dem Fehler, nach der Pflichtwidrigkeit, nach der Sorgfaltspflichtwidrigkeit, wie immer Sie das nennen wollen. Das heißt, haben die Beschuldigten in einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Handlung in vorwerfbarer Weise unterlassen, die geboten war. Und diese Handlung oder Maßnahme, die unterlassen worden ist, die muss auch exakt bezeichnet werden. Dabei spielt es auch eine Rolle, was im Einzelnen für die Beschuldigten in ihrer damaligen Situation vorhersehbar war. Der vorliegende Fall ist ja kein Alltagsfall, keine Situation, die sich immer wieder zuträgt, wie etwa im Straßenverkehr. Wir haben es hier mit einer Naturkatastrophe extremsten Ausmaßes zu tun, mit einem außergewöhnlichen und hochdynamischen Maximalereignis. Das ist so in menschenerdenklicher Zeit in dieser konkreten Form noch nicht gegeben hat. Wir müssen uns also schon ganz konkret fragen, was erwarten wir in solch einer Situation von einem normalen Menschen,
der ja letztlich auf etwas noch nicht von ihm Erlebtes und Erlerntes zurückgreifen kann. Und dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den beiden Beschuldigten in unserem Verfahren um keine speziell ausgebildeten Katastrophenschutzexperten handelt, die immer dort im Einsatz sind, wo gerade die schlimmste Katastrophe sich in der Welt ereignet, sondern es handelt sich um einen ehrenamtlichen Feuerwehrmann und Verwaltungsangestellten und um einen Landrat, also um einen politischen Wahlbeamten, an dessen Wahl keinerlei fachliche Qualifikationen gestellt sind. Und dabei, das ist auch wichtig, darf man nicht den Fehler machen, das alles rückblickend zu beurteilen. Wir haben heute viele, die heute viel schlauer sind, wie damals und davor. Und viele geben gute Ratschläge, was man damals hätte genau, in welcher Situation genau machen können. Aber die strafrechtliche Frage ist, wie sah das denn in der damaligen Situation aus der Sicht der Betroffenen aus? Und dazu muss sich jeder, der das beurteilt, versuchen, ehrlich in die Lage derer hineinzuversetzen, in der Situation, in der die damals am 14. und 15.07.2021 waren. Das war die Frage nach dem Fehler. Und jetzt kommt die Frage nach der, und jetzt will ich Sie nicht erschrecken, nach der hypothetischen Kausalität. Das ist ein juristischer Begriff. Ich will kurz erläutern, worum es da geht. Sie werden in meinen Ausführungen jetzt gleich gewahr werden, dass es Unzulänglichkeiten gab. Aber Fehler zu machen ist in Deutschland zunächst einmal für sich genommen nicht strafbar. Auch eine Pflichtwidrigkeit zu begehen, ist in Deutschland für sich genommen zunächst nicht strafbar. Der begangene Fehler muss in Beziehung gesetzt werden zu einem Schaden, in unserem Fall leider zu Personenschäden, in ganz schlimmen Fällen eben zu den Todesfällen. Und diesen Zusammenhang, diese Beziehung zwischen der Sorgfaltspflichtwidrigkeit, der Pflichtwidrigkeit, dem Fehler sozusagen, und dem Schaden, das ist die Kausalität, die Ursächlichkeit. Der Fehler, der gemacht worden ist, muss also diesen Schaden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, also mit einem Gewissheitsgrad, bei dem Zweifel rein theoretischer Natur sind, ausgeschlossen haben. In Deutschland wird ein Täter nur verurteilt, wenn gewiss ist, dass er die Tat begangen hat. Wenn er die Tat nach dem Ergebnis der Ermittlungen nur wahrscheinlich begangen hat oder auch sehr wahrscheinlich begangen hat, dann ist er nach unserem Rechtssystem freizusprechen oder vorverlagert, wenn das vorher schon feststeht, ist überhaupt gar keine Anklage zu erheben. Und das ist im Kern bei dieser Art von Unterlassungstäterschaft, mit der wir es hier zu tun haben, ähnlich. Wir müssen uns also fragen, wäre bei Vornahme der gebotenen Handlung oder Maßnahme der Schaden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben oder besteht die Möglichkeit, dass er trotzdem eingetreten wäre? Dass bestimmte Maßnahmen die Chance auf Rettung von mehr Menschen auch durchaus signifikant erhöht hätte, das mag sein. Aber das genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht für die Begründung der Strafbarkeit, sondern es muss festgestellt werden, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr Menschen tatsächlich gerettet worden wären. Und da stoßen wir, das werden Sie im weiteren Verlauf meiner Ausführungen sehen, an Grenzen. Und zwar deshalb, weil die Naturkatastrophe so dermaßen extrem, außergewöhnlich, extrem in ihrem Verlauf und dynamisch war in ihrer Entwicklung. Ich will also zuerst, also Sie erinnern sich an Verantwortlichkeit, Fehler, Ursächlichkeit. Die Punkte, auf die gehe ich jetzt im Einzelnen ein. Zunächst einmal zu der grundsätzlichen Frage der Verantwortlichkeit von dem ehemaligen Landrat und dem Leiter der technischen Einsatzleitung. Mit wem haben wir es hier zu tun? Da ist einmal der beschuldigte Leiter der technischen Einsatzleitung.
Dahinter steht ein Mensch. Und dieser Mensch war Verwaltungsangestellter bei der Kreisverwaltung Ahrweiler und Sachbearbeiter im Bereich Brand- und Katastrophenschutz in der Kreisverwaltung. Außerdem war und ist er wahrscheinlich immer noch ehrenamtlicher Feuerwehrmann und ehrenamtlicher, aber amtlich bestellter Kreisfeuerwehrinspekteur. Durch die tatsächliche Übernahme der technischen Einsatzleitung steht für uns die grundsätzliche strafrechtliche Verantwortung für den Einsatz in dieser Nacht rechtlich außer Frage. Problematischer gestaltet sich das beim ehemaligen Landrat. Der glaubt ja, seine Verantwortung auf den Leiter der technischen Einsatzleitung, also den anderen Beschuldigten, delegiert zu haben und danach ohnehin sei, so seine Einlassung, die ADD, also die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, zuständig gewesen. Das sehen wir nach dem Ergebnis der Ermittlungen anders. Der Kreis hat zunächst aufgrund seiner gemeindeübergreifenden Gefahrensituation die Einsatzleitung um 17.40 Uhr am 14.07. offiziell übernommen und nach den Regelungen im Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz obliegt die Einsatzleitung in einem solchen Fall dem Landrat. Aber, und das ist auch gesetzlich genau explizit geregelt, er kann das natürlich damit einen anderen beauftragen. Das hat er gemacht. Aber der Landrat hatte 2018 den anderen Beschuldigten allgemein als Einsatzleiter beauftragt. Er hat sich aber die Einsatzleitung als politisch Gesamtverantwortlicher ausdrücklich vorbehalten. Und er hat auch die administrative Komponente, also diesen Verwaltungsstab, nicht besetzt. Das ergibt sich aus seiner Delegationsverfügung. Mit anderen Worten, er hat nur eine technische Einsatzleitung besetzt und das musste er auch wissen, weil er es so verfügt hat. Und insoweit blieb die administrative und politische Gesamtverantwortung naturgemäß nach unserer Auffassung bei ihm. Und unabhängig davon will ich es einmal vereinfacht so ausdrücken, im Landkreis spielt sich die größte Naturkatastrophe ab, die es dort jemals gegeben hat. Und der Landrat kann sich in einer solchen Situation nach unserer Auffassung nicht seiner Gesamtverantwortung entziehen, ja, und quasi verdrücken in dieser Situation, indem er alles einem seiner Verwaltungsangestellten überlässt. Er kann zwar einzelne Aufgaben übertragen, aber er kann nicht quasi sein ganzes Amt einem anderen übertragen. Verstehen Sie mich nicht falsch, Landrätinnen und Landräte müssen jetzt nicht befürchten, in allen Einsatzlagen für alle Einzelentscheidungen verantwortlich zu sein. Das können Sie nicht, das haben Sie nicht gelernt, das müssen Sie auch daher nicht tun. Sie dürfen sich weitgehend auf den Rat Ihrer Fachleute und auch auf den Rat Ihrer Einsatzleitungen verlassen. Aber Sie können bildlich gesprochen nicht ihren ganzen Landratsmantel quasi an der Garderobe hängen, wenn es brenzlig wird. Das ist nach unserer rechtlichen Würdigung mit dem Amt schlechterdings unvereinbar. Das ist aber nur die Frage der grundsätzlichen Verantwortlichkeit. Da sehen wir also auch den ehemaligen Landrat im Boot. Was die ADD anbelangt, das will ich vorwegnehmen, die ADD hatte in dieser Nacht unabhängig von der Frage des juristischen Zuständigkeitsübergangs kein Lagebild, was über das der technischen Einsatzleitung in dieser Nacht vor Ort hinausreichte. Der Landrat und die technische Einsatzleitung und der Landkreis wären auch bei einem Zuständigkeitsübergang in der Verantwortung geblieben als Einsatzabschnittsleitung für den Landkreis Ahrweiler. Deswegen ist das eine aus unserer Sicht, und deswegen will ich das hier auch abkürzen, eine eher akademische Diskussion, die strafrechtlich ohne Relevanz ist. Grundsätzliche Verantwortlichkeit ist also geklärt. Die Frage ist, wurden Pflichtwidrigkeiten bei Unterlassung bestimmter Maßnahmen begangen? Also, welche konkreten Handlungen und Maßnahmen wurden möglicherweise pflichtwidrig unterlassen? Das ist sehr schwierig. Man stellt sich das viel einfacher vor, als es bei genauem Hinschauen ist. Die Naturkatastrophe war hochkomplex, meine Damen und Herren,
unerwartet, ungewöhnlich und extrem. Die Zahl und die Vielfalt denkbarer Unterlassungshandlungen ist schier unermesslich, wenn man sich diesen Verlauf über diese gesamte Zeit anschaut. Und angesichts der Fülle möglicher Maßnahmen haben wir notgedrungen zunächst einmal Cluster gebildet. Das heißt, wir haben Gruppen gebildet von möglichen Maßnahmen, die unterlassen worden sein könnten. Da ist zunächst die Frage einer frühzeitigen Vollevakuierung entlang der A. Erste Frage. Zweite Frage. Die Frage nach Teilevakuierungen, Teilräumungen, Spontanräumungen, Evakuierungsanordnungen während des Verlaufs der Flutkatastrophe. Dann ist die Frage, die auch in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert worden ist, verständlicherweise, die Frage nach Warnungen. Dann ist viertens die Frage nach Unterlassungen im Vorfeld, also die Frage nach Unterlassungen und Nachlässigkeiten in der Gestaltung des Katastrophenschutzsystems im Landkreis Ahrweiler generell, unabhängig von dieser konkreten Katastrophe. Diese vier Cluster haben wir untersucht im Rahmen des Ermittlungsverfahrens und die will ich dann der Reihe nach jetzt abarbeiten und verständlich darstellen. Also zunächst die Frage nach der Vollevakuierung, also der Frage, ob eine Pflichtwidrigkeit darin liegen kann, dass im Vorfeld der Flut keine großflächige Massenevakuierung entlang der A angeordnet worden ist. Die systematische und kontrollierte Evakuierung aller Menschen entlang der A, etwa 70 Kilometer rechts und links, beidseitig, sagen wir, auf einer Breite von 250 Metern. Wir haben es nicht genau durchgerechnet, vielleicht 30.000, 40.000 Menschen. Hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Tod aller Menschen vermieden, die in diesem Radius verstorben sind, wenn diese Evakuierung auch entsprechend kontrolliert worden wäre. Weil dann wäre ja keiner mehr da gewesen. Eine derartige Massenevakuierungsmaßnahme hätte aber einer systematischen Vorbereitung bedurft und mehrere Tage möglicherweise, aber zumindest doch eine geraume Zeit vorher anlaufen müssen und vorbereitet werden müssen. So etwas kann man nicht im Verlauf eines Katastrophenereignisses machen. Hierzu muss gesagt werden, dass im Vorfeld der Flutkatastrophe keine öffentliche Institution und kein Meldedienst die Flut in ihrer konkreten Ausprägung vorhergesagt hat. Hinterher kamen einige, viele sogar, die behaupteten, all das hätte erkannt werden können oder gar müssen. Seltsamerweise hatte aber niemand vorher eine Massenevakuierung gefordert oder eine entsprechend desaströse Flut mit diesen Pegelständen vorhergesagt. Vereinfacht gesagt, niemand hat etwas Konkretes vorhergesagt, außer einer sehr starken Hochwassergefahr und sehr, sehr viel Regeln, um es vereinfacht zu sagen. In einer solchen Situation kann aus unserer Sicht nicht erwartet werden, dass die Verantwortlichen in einem Landkreis, die keine Hydrologen und keine Meteorologen sind, rein prophylaktisch großflächige Massenevakuierungen, Anordnung, das entspricht auch wohl nicht dem üblichen Standard. Wir haben jedenfalls keinen entsprechenden Standard gefunden, der etwas derartiges vorgeben würde. Die Staatsanwaltschaft hat, um diese Sache näher zu klären, ein hydrologisches Sachverständigengutachten zur Frage der Vorhersagbarkeit der Flut eingeholt. Es handelte sich bei der Flut nach dem hydrologischen Gutachten um eine hochkomplexe Sturzflut mit pulsierend dynamischen Abflussmengen, untypisch hoher kinetischer Energie, hoher Abflussgeschwindigkeit von bis zu 27 Stundenkilometern. Wir haben sogar eine Aussage im Ermittlungsverfahren, die zeitweise eine Fließgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde als gemessen angegeben hat.
Mit massivem Treibgut, schwallartigen Wellen sowie Rückstauungen auslösenden Verklausungen. Verklausungen sind quasi so eine Art Verstopfungen an Engstellen wie Brücken oder vor einem Tunnel oder was auch immer. Hinzu kam, dass die Hauptregenzelle nördlich der Oberaar lag und dort auf einen hochgesättigten Boden traf, wo lediglich ein Pegel an einem Nebenfluss vorhanden war. Alle übrigen Zuflusspegel befanden sich im südlichen Einzugsbereich, in dem die Zuflüsse deutlich geringere Abflussmengen aufwiesen. Wasserstände in einem Ort, so der Sachverständige, lassen sich wegen der unterschiedlichen Topographie, Bebauung und Vegetation nicht einfach auf einen anderen Ort übertragen. Dieselbe Abflussmenge hat mitunter völlig unterschiedliche Auswirkungen. Hydrologische Modellierungen seien daher, so der Sachverständige, immer mit großen Unsicherheiten behaftet, überdies wissenschaftlich und mathematisch hochkomplex und von Laien wie unseren Beschuldigten in diesem Verfahren schlicht nicht leistbar. Wir haben uns natürlich auch ganz genau die Unwetterwarnungen angeschaut. Für die technische Einsatzleitung war es nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen unmöglich, aus den Wetterprognosen eine konkrete Flutsituation abzuleiten. Wie gesagt, Sie müssen immer aufpassen, dass Sie das nicht rückblickend beurteilen, sondern aus der Sicht derer, die damals im Einsatz waren. Es hat auch sonst niemand von offiziellen Stellen und Meldediensten aus den Wettervorhersagen ein konkretes Flutgeschehen prognostiziert, Pegelstände vorhergesagt oder gar zu großflächigen Evakuierungen geraten. Zwingend war lediglich der Schluss aus unserer Sicht, dass eine sehr ernste Lage eintreten und es zu sehr starken Überschwemmungen entlang der Aar kommen kann. Und das bestätigen letztlich auch die Aussagen der hierzu im Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags angehörten Sachverständigen. Keiner dort kam zu dem Ergebnis, dass der konkrete Verlauf des Ereignisses in dieser Nacht frühzeitig vorhersagbar oder gar modellierbar gewesen wäre, wenn auch mit unterschiedlichen Nuancierungen in den Aussagen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die Frage kurz der Außergewöhnlichkeit des Hochwassers eingehen. Insbesondere ein im Untersuchungsausschuss angehörter Krisenforscher hat insbesondere auch und vor allen Dingen gegenüber den Medien auf angeblich vergleichbare Hochwasser 1910 und 1804 hingewiesen. An diesem Vergleich ist lediglich zutreffend, dass 1804 mutmaßlich die Abflussmenge ähnlich war wie 2021. Die Auswirkungen waren aber völlig andere. Die Bebauung ist heute eine völlig andere wie vor 200 Jahren. Die Straßensituation ist heute eine völlig andere als vor 200 Jahren. Der Umfang der versiegelten Flächen ist eine völlig andere wie vor 200 Jahren. Die Anzahl der Brücken ist eine völlig andere. Der Umfang und die Art des Treibguts, Autos, Wohnwägen, Gastanks, Industriegüter, ist eine völlig andere als vor 200 Jahren. 1804, das sind über 200 Jahre her. Anhand der Wasserstandsanzeige an einem Haus in Dernau konnte der hydrologische Sachverständige, den die Staatsanwaltschaft beauftragt hat, nachweisen, dass der Wasserstand 1804 zumindest dort um mindestens 30% bei gleicher Abflussmenge, möglicherweise gleiche Abflussmenge, um mindestens 30% geringer war als 2021. Das Hochwasser von 2021 und der Verweis auf 1804 ernsthaft als nicht außergewöhnlich bezeichnen zu wollen, geht deutlich an der Lebenswirklichkeit vorbei. Im Ergebnis lässt sich zu diesem Punkt also feststellen, dass den Beschuldigten eine Vorhersage über das konkrete Ausmaß und den Verlauf der Flut nicht möglich war. Niemand hatte im Vorfeld eine schwallartige Sturzflut diesen Ausmaßes prognostiziert. Die Überflutungsflächen waren mit vernünftigem Aufwand nicht modellierbar. Die extrem hohe Abflussgeschwindigkeit, die Auswirkungen der Verklausungen an Brücken, das Ausmaß der dadurch ausgelösten Rückstauungen, der dynamische Zufluss der Seitenbäche,
Die unklare Wasserstandssituation an den nördlichen Zuflüssen infolge fehlender Pegel, der hohe Sättigungsgrad des Bodens, die örtliche Ungenauigkeit der Niederschlagsvorhersagen, all dies hat dazu geführt, dass ein außergewöhnlich komplex-dynamisches Maximalgeschehen seinen katastrophalen Lauf nahm, das für die Beschuldigten im Landkreis Ahrweiler so in der Form nicht vorherzusehen war. Das war die Frage nach der Frage frühzeitige Massenevakuierungen. Die nächste Frage, die wir untersucht haben, ist die Frage nach den Warnungen. Also kann eine Strafbarkeit im Unterlassen bestimmter Warnungen gesehen werden. Warnungen sind erfolgt sowohl durch die technische Einsatzleitung als auch durch die örtlichen Einsatzkräfte in nahezu allen Orten entlang der Ahr. Das wurde im Rahmen der Ermittlungen auch intensiv untersucht. Aber nach den Aussagen vieler Ahr-Anwohner erfolgten diese Warnungen wenig systematisch und ganz sicher nicht flächendeckend. Es wurde meist durch Lautsprecherdurchsagen oder durch Klopfen und Klingeln an den Häusern oder sonstige Formen der persönlichen Ansprache gewarnt. Der Wortlaut der Warnungen ist nicht in allen Fällen nachträglich rekonstruierbar. Der Wortlaut war auch unterschiedlich. Meist kann man generalisierend sagen, wurde davor gewarnt, Tiefgaragen, Keller, tiefer gelegenes Gelände zu meiden. Teilweise wurde auch gefordert, sich nach oben zu begeben. Heute wissen wir, das Warnverhalten der technischen Einsatzleitung war objektiv nicht optimal ausgerichtet. Mit dem Warnverhalten befasst sich auch das Sachverständigengutachten des von der Staatsanwaltschaft beauftragten Katastrophenschutzexperten Professor Dr. Giesler. Danach steht im optimalen Fall ein Warnmittelmix, so nennt er es in seinem Gutachten, zur Verfügung. Ein Warnmittelmix, da ist an alles drin, Social Media, Fernsehen, Radio, Warn-Apps, Sirenen, was es eben alles so gibt. Will ich jetzt nicht so sehr in die Einzelheiten gehen. Jedenfalls kommt er zu dem Ergebnis, dass dieser Warnmittelmix in dieser Katastrophennacht nicht optimal ausgeschöpft worden ist und der Wortlaut auch der erfolgten Warnungen nur eingeschränkt geeignet war, die Bevölkerung zu sicherheitsgeleitendem Verhalten anzuleiten. Wir müssen daher davon ausgehen, dass das gezeigte Warnverhalten der Beschuldigten, die ja die Verantwortung trugen in der zentralen Einsatzleitung, hinter dem in solchen Fällen gebotenen Standard zurückgeblieben und damit zwar als sehr bemüht, aber objektiv als nicht ausreichend zu qualifizieren ist. Damit dürfte das gezeigte Warnverhalten zumindest objektiv pflichtwidrig sein. Kritischer sieht es mit der subjektiven Pflichtwidrigkeit aus. Hier kommt der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass die Akteure in der technischen Einsatzleitung aufgrund ihrer akuten Situation und des akuten Stresses nicht wesentlich mehr hätten tun können als das, was sie gemacht haben. Das mag sein, es spricht aber auch schon insgesamt vieles dafür, dass die Beschuldigten durchaus hätten erkennen können und auch müssen, dass in puncto Warnung mehr hätte gemacht werden können und wohl auch müssen. Allerdings, und jetzt komme ich wieder ganz zurück zu dem, was ich im Eingang gesagt habe, ist bei diesen Warnungen die weitere Voraussetzung der Strafbarkeit nicht zu führen, nämlich den Kausalitätsnachweis, also nachzuweisen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch ein optimaleres Warnverhalten der Tod von Menschen vermieden worden wäre. Warnungen lassen den Menschen Handlungsspielräume und lassen ihnen eine Wahlfreiheit. Erfahrungsgemäß reagieren die meisten Menschen auf Warnungen erst dann, wenn die Gefahr augenfällig wird. Mitunter ist es dann aber leider zu spät. Vor allen Dingen dann, wenn die Flut so schnell kommt wie im Juli 2021. Wir haben aus zahlreichen Zeugenvernehmungen erfahren, dass es zahlreiche Menschen gab, die trotz ausdrücklicher Warnungen
nicht oder zu spät reagiert haben. Teilweise haben sich Menschen Warnungen sogar zunächst anfangs widersetzt. Andere haben zunächst versucht, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, ihre Autos wegzufahren, ihre Tiefgarage im Keller abzusichern. Menschlich ist das vollkommen verständlich. Hätte ich vielleicht, wir alle genauso gemacht. Aus den analysierten Reaktionen ist unschwer zu erkennen, dass die Menschen auf Warnungen häufig völlig unterschiedlich und häufig auch zunächst sehr abwartend reagieren, um zu sehen, wie schlimm es denn halt wirklich kommt am Ende. Und die Erfahrung zeigt auch, je früher die Warnung erfolgt, je ungläubiger und zögernder reagieren die Menschen. Hinzu kommt, dass bei Hochwasserereignissen ja eine hohe Gefahr für sehr große materielle Verluste besteht. Daher verlassen die Menschen ihr Hab und Gut nur sehr ungern und zögerlich oder unternehmen zur Unzeit noch materielle Rettungsversuche, obwohl es angezeigt wäre, sich möglichst schnell mit dem, was man im Leib hat, eben in Sicherheit zu bringen. Wie gesagt, das ist menschlich völlig verständlich. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Beispiele eingehen, von die es zu Genüge gibt, auch auf konkrete Opfer bezogen. Aber Bad Neuenahr-Ahrweiler beispielsweise, ganz generell gesagt, da mussten noch Menschen um 22.40 Uhr mittels unmittelbaren Zwanges vom A-Ufer vertrieben werden. 22.40 Uhr, das war eine knappe halbe Stunde, eine gute halbe Stunde vielleicht, bevor die Flutwelle da eintraf, weil sie das Hochwasser beobachteten. Um sich einfach, das ist kein Voyeurismus unbedingt, sondern vielleicht einfach nur, um sich schlau zu machen, wie sieht es denn da aus? Ja, auf was müssen wir, was kommt denn da? Teilweise waren die Einsatzkräfte mit renitentem Verhalten konfrontiert, wurden angemeckert und man machte sich sogar, teilweise haben wir aus den Zeugenaussagen der Einsatzkräfte erfahren, teilweise macht man sich lustig über die. Und das Einsatztagebuch der Freiwilligen Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler enthält hierzu um 23.12 Uhr, also quasi zeitgleich mit dem Eintreffen der Flutwelle in Ahrweiler, den Eintrag, und ich zitiere wörtlich, Bevölkerung nimmt Warnungen ungläubig zur Kenntnis. Nicht alle Bürger werden dadurch erreicht. Hinzu kommt, dass unklar ist, welche Menschen durch weitergehende Warnungen überhaupt erreicht worden wären. Viele sind durch die erfolgten Warnungen ja schon nicht erreicht worden. Viele wären vermutlich auch durch deutlichere oder andere Warnungen nicht erreicht worden. Viele wurden im Schlaf von der Flut überrascht. Andere verfügten über die Warn-Apps nicht, schauten kein Fernsehen, hörten kein Radio. Und letzten Endes, es ist immer ein Stück weit spekulativ, wer wie auf eine bestimmte Warnung, wann auf eine bestimmte Art reagiert hätte. Das gilt im Übrigen auch für die MOWAS-Warnung, also die Warnung im modularen Warnsystem, die ja immerhin zumindest in der Warnstufe 1 eine Sendeunterbrechung vorsieht. Ich will darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Das ist nicht so einfach zu bewerkstelligen, dieses Warnsystem, was eigentlich in der Warnstufe 1 für Nuklearangriffe und großflächige Dinge derart vorgesehen ist. Es ist ein etwas kompliziertes Abstimmungsprozedere. Es muss eine genaue Textabstimmung erfolgen. Aber im Kern bleibt es auch da dabei, dass wir keine Gewissheit haben, wie Menschen auf eine solche oder wie auch immer geartete Warnung reagieren, auch wenn es dafür natürlich Wahrscheinlichkeiten gibt. Aber mit Wahrscheinlichkeiten werden, wie gesagt, in Deutschland keine Menschen strafrechtlich verurteilt. Auch der sachverständige Katastrophenschutzexperte Professor Dr. Giesler bezeichnet Warnungen generell als nur eingeschränkt effizientes Mittel zur Gefahrenabwehr. Die Wirksamkeit einer Warnung könne, so der Sachverständige, nicht sicher vorhergesagt werden und sei auch rückblickend nicht sicher festzustellen. Das heißt, ein strafbares Handeln lässt sich aus dem Unterlassen bestimmter Warnungen vor und während der Flutkatastrophe nicht ableiten, weil deren Wirkung nicht mit Gewissheit bestimmt werden kann. Der nächste Punkt ist die Frage nach der Evakuierungsanordnung während des Ereignisses.
Also ob eine Straftat darin liegen kann, dass während der Katastrophe keine oder nur unzureichende Evakuierungsanordnungen erfolgt sind. Das ist schon deswegen kompliziert, weil man unterscheiden muss, ja, zwischen Evakuierungsanordnungen mittels Zwanges, Evakuierungsempfehlungen, Notfallräumungen und Räumungsaufforderungen. Hinzu kommt, dass man entscheiden muss zwischen vertikalen und horizontalen Maßnahmen, also quasi die Aussage geht raus, das wäre horizontal, oder die Aussage geht lieber mal hoch ins Obergeschoss. Viele Menschen sind in den Erdgeschossen und in ihren Kellern ertrunken. In vielen Fällen hätte es gereicht, sich einfach in das Obergeschoss zu begeben. Gibt man jetzt den Rat, geht raus auf die Straße, da und dahin, oder gibt man eher den Rat, geht nach oben? In einem Maximalereignis eine schwierige Entscheidung. Das müsste jedenfalls genau festgestellt werden können, um zu einer strafrechtlichen Verurteilung zu gelangen. Es müssen im Grunde drei Voraussetzungen erfüllt sein. Drei. Nämlich, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt bei der technischen Einsatzleitung, und da fasse ich mal den Landrat dazu, auch wenn er nicht dabei war, der Landrat hatte zu keinem Zeitpunkt ein überlegenes Wissen. Der Landrat wusste damals zu keinem Zeitpunkt mehr als die technische Einsatzleitung. Das hätte er auch nicht wissen können. Das heißt, das Wissen, das Lagebild des Landrates, man mag jetzt von dem halten, was man will, das leitet sich von der technischen Einsatzleitung ab. Der konnte sich zu jeder Zeit darauf berufen oder hätte sich darauf berufen können, wenn er in der technischen Einsatzleitung gewesen wäre, muss man ja sagen, dass das, was die technische Einsatzleitung ihm sagt, wohl der Stand der Dinge sei. Woher soll er es denn sonst wissen, wenn er da gewesen wäre? War er ja nicht. Aber wir müssen ja hypothetisch denken, was wäre denn gewesen, wenn er da gewesen wäre? Also es kommt auf das Lagebild in der technischen Einsatzleitung an. Also, erstens müsste festgestellt werden, zu welchem bestimmten Zeitpunkt ein Lagebild in der technischen Einsatzleitung vorhanden war, nachdem eine ganz bestimmte Anordnung zwingend geboten war. Zweitens, diese muss auch noch praktisch durchführbar gewesen sein. Eine theoretische Anordnung, das mag eine schöne Sache sein, aber die muss auch im Katastrophenereignis noch durchführbar gewesen sein. Und drittens, es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden können, dass auch dadurch sicher Menschen gerettet worden wären. Drei Voraussetzungen, die müssen kumulativ vorliegen. Und nach dem Ergebnis der Ermittlungen müssen wir leider feststellen, dass die genannten drei Voraussetzungen nach unserem Ergebnis zu keinem Zeitpunkt kumulativ vorlagen. Und daran scheitert an diesem Punkt die Strafbarkeit. Es gab mehrere Erkenntnisphasen. In den frühen Phasen bestand kein Lagebild der technischen Einsatzleitung, wonach sich eine Evakuierung wirklich aufdrängte. Aus der damaligen Sicht, nicht aus unserer heutigen Sicht. Auch waren die notwendigen Kräfte noch nicht vorhanden und es ist völlig offen, ob die Menschen frühzeitigen Räumungsaufforderungen überhaupt gefolgt wären. In der späten Phase der Entwicklung, da mögen Räumungsaufforderungen oder Anordnungen geboten gewesen sein, aber da blieb leider nicht mehr genug Zeit, diese planvoll und koordiniert zu organisieren und durchzuführen. Die technische Einsatzleitung hatte kein ausreichend differenziertes Lagebild, solche Maßnahmen konkret zu bestimmen. Hinzu kommt, dass angesichts der akuten Dynamik der Notlage in dieser späten Phase auch eine Aussage, ob von den Menschen, die zu Schaden gekommen sind, jemand im Endeffekt tatsächlich gerettet worden wäre, bei einer anders gearteten Anordnung, nicht mit Sicherheit möglich ist. Das ist alles noch sehr abstrakt. Lassen Sie mich jetzt ein bisschen konkreter werden. Wir haben das mal unterteilt in Erkenntnisphasen, Lagebildphasen bei der technischen Einsatzleitung. Wir haben da eine Phase, die haben wir mal festgesetzt bis etwa 16.30 Uhr. Diese Uhrzeiten, die sind natürlich ein bisschen vage und flexibel. Ja, so eine Lagebildentwicklung, die ist sukzessive. Das muss ich in den Köpfen festsetzen, das muss besprochen werden. Da kann man nicht sagen, also dann genau um die und die Uhrzeit zu der und der Minute war das und das. Sondern die Informationen kommen da rein, die müssen zuerst einmal im Kopf verarbeitet werden, die müssen besprochen werden, am Ende kommt vielleicht eine Entscheidung heraus. Also deswegen, diese Zeitangaben sind natürlich immer nur ungefährer Natur. Wir haben also eine Lage bis 16.30 Uhr.
die sogenannte Nachmittagslage. Am Nachmittag des 14.07. war das allgemeine Lagebild so, dass aufgrund lang anhaltenden und extrem ergiebigen Starkregens ein sehr starkes Hochwasser zu erwarten war nach den Wettervorhersagen. Genaueres war für die Beschuldigten in der Situation nicht vorhersagbar im Landkreis. Die kritischen Niederschlagsvorhersagen waren bekannt. Der Beschuldigte, der später die technische Einsatzleitung geleitet hat, der hat sich auch damit befasst. Und er hat sich immer, das ist so üblich an der A, am Pegel in Altenahr orientiert. Ja, der liegt so ein bisschen in der Mittelahr, ein bisschen oberhalb zwischen, ja. Der gilt so ein bisschen als ausschlaggebend für das, was an der A passiert. Und an dem hat man sich orientiert. Und wenn ich jetzt von Pegelständen spreche, spreche ich auch immer vom Pegel in Altenahr. Das ist sozusagen der Orientierungspunkt gewesen. Und der hat damals auch in der Phase adäquat reagiert. Um 13 Uhr lief die Alarmierung der technischen Einsatzleitung schon an. Gegen 15 Uhr hat er den Landkreis in Alarmbereitschaft versetzt und ein Lagezentrum gebildet, aus dem dann später die technische Einsatzleitung hervorging. Und um 15.24 Uhr löste er schon den Funkalarm für alle potenziellen Mitglieder der technischen Einsatzleitung aus, mobilisierte die Sandsackreserven, machte also alles, was man macht, wenn man ein starkes Hochwasser erwartet an der A. Ein entscheidender Punkt war dann zunächst einmal die Pegelmitteilung um 15.26 Uhr, die ja auch medial sehr diskutiert wird. Da kam plötzlich die Pegelprognose von 5,19 Meter am Pegel Altenahr, gestreckt auf 24 Stunden. Das ist eine 24-Stunden-Prognose gewesen. Das war erheblich. Das war 1,50 Meter etwa über dem Pegelstand von 2016. Aber der Pegelstand selbst war damals mit 1,49 Meter zu der Uhrzeit noch völlig unauffällig. Das hat der spätere Leiter der technischen Einsatzleitung sehr wohl registriert. Und im Zusammenspiel mit den Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes drängte sich nun das Lagebild auf, dass das Hochwasser jetzt schlimmer werden könne als 2016. Eine präzise Umrechnung auf bestimmte Überflutungsflächen war dem Beschuldigten natürlich nicht möglich. Ich hatte ja vorhin schon was dazu gesagt. Es stellt sich jetzt allerdings an der Stelle schon die Frage, ob man nicht zu dem Zeitpunkt aufgrund dieser Pegelprognose bereits den Katastrophenfall hätte auslösen müssen, also die Alarmstufe 5. Die Warn- und Appellfunktion wäre sicherlich von so etwas nicht unerheblich gewesen. Der Rahmen- und Einsatzplan, Alarm- und Einsatzplan Hochwasser sieht dies vor bei einem Hochwasser der Kategorie HQ100. Für alle, die es nicht wissen, es gibt so Einstufungen, ich bin da selbst Laie, aber HQ100 ist so ein statistisch im Durchschnitt 100-jährlich auftretendes Hochwasser. HQ50 ist dann eins, das in 50 Jahren auftritt. Es gibt auch noch HQ10, das ist dann 10-jährlich. Jetzt muss man natürlich sehen, dass lediglich die 24-Stunden-Prognose auf ein HQ100-Ereignis hinwies und in dieser Situation die weitere Pegelentwicklung abzuwarten bei einem noch völlig unauffälligen Pegel, das erscheint aus unserer Sicht heute rückblickend, das ist alles ein Ermessensspielraum natürlich auch der Kreisverwaltung, noch vertretbar. Die technische Einsatzleitung ging damals weiterhin nicht von einer extremen Sturzflutwelle aus, sondern von einem üblich ansteigenden Hochwasser, das den Abschnittseinsatzleitungen vor Ort noch genügend Zeit belässt, notfalls Räumungen und Evakuierungen den örtlichen Verhältnissen entsprechend vorzunehmen. Hinzu kommt, dass die Pegelprognosen generell sehr großen Unsicherheiten ausgesetzt sein können, wie Sie es im Weiteren auch an dem Abend noch sehen werden. Insbesondere auch dann, wenn zwischen dem aktuellen Pegelstand von damals 1,49 und dem prognostizierten Höchststand innerhalb der nächsten 24 Stunden fast 4 Meter liegen. Zu diesem Zeitpunkt gab es jedenfalls für die Beschuldigten noch keine erkennbaren Hinweise, wonach sich eine Flutwelle aufbauen könnte, die alles in menschenerdenklicher Zeit Dagewesene weit übertreffen könnte. Und der Beschuldigte, der später die technische Einsatzleitung geleitet hat, hat auf die
Pegelstandsmeldung von 15.26 Uhr auch durchaus sinnvoll reagiert, indem er zunächst einmal die Lagemeldungen vor Ort sondiert hat und die Einsatzleitungen vor Ort gefragt hat, was ist denn jetzt bei euch eigentlich los, wie entwickelt sich das denn jetzt alles, in welche Richtung. Das war die Phase bis 16.30 Uhr. Dann gibt es eine zweite Phase, die etwa um 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr geht. Da ergab sich eine Veränderung der Erkenntnislage. Und das spiegelt sich auch im Verhalten der technischen Einsatzleitung dann letzten Endes wieder. Um 16.20 Uhr versuchte die damalige Verbandsbürgermeisterin von Altenahr den seinerzeitigen Landrat telefonisch zu erreichen, was daran scheiterte, dass er nicht im Büro war, wie Sie wissen. Sie sprach dann notgedrungen mit einem Mitarbeiter und empfahl die Ausrufung des Katastrophenfalls unter Hinweis auf die erwähnte Pegelprognose. Der Mitarbeiter nahm, wie wir wissen, zum Landrat dann wohl Kontakt auf, der hierzu aber noch keinen Anlass sah. Das Ansinnen der damaligen Verbandsbürgermeisterin war in erster Linie nach unserem Kenntnisstand darauf gerichtet, eine Übernahme der Einsatzleitung durch den Kreis und die Möglichkeit der Hinzuziehung externer Einsatzkräfte zu erreichen, weil die sich aufgrund der Pegelprognose, die damals ja noch galt, schon befürchtete, außerstande zu sein, in ihrer Verbandsgemeinde dem dann später gewachsen zu sein. Eine Evakuierungsanordnung, wie auch immer, wurde zwischen den beiden allerdings seinerzeit auch nicht besprochen. Also das Ansinnen dieses Anrufs war in erster Linie darauf gerichtet, eine Einsatzleitung der übergeordneten Stelle zu erreichen. Zum Zeitpunkt des Anrufs lag ja die Einsatzleitung noch bei den örtlichen Kommunen, muss man sagen. Ja, natürlich musste dieser Anruf als Warnzeichen für die Beschuldigten zu werten sein, das ist schon klar. Etwa zeitgleich dürften die Beschuldigten auch von den Überschwemmungen in Altenahr und Ahrbrück und vor allen Dingen aber von den Überschwemmungen des Campingplatzes in Dorsel erfahren haben. Der Campingplatz in Dorsel, der liegt unmittelbar an der Ahr, der war der erste Ort, wo wirklich Menschen in Not geraten sind. Es gab dort auch 7 Tote in Dorsel. Teilweise wurden die Menschen in Dorsel mit ihren, ja, bei Räumung des Camp oder während des Räumungsvorgangs auf dem Campingplatz teilweise weggespült mit ihren Wohnwägen. Und das hatten die in der technischen Einsatzleitung zwar erfahren, nach unserem Stand, dass dort Menschen in Not sind, aber das Ausmaß der Katastrophe dort, das war der technischen Einsatzleitung so nicht klar gemacht worden. Die wussten auch nicht, dass dort wirklich Menschen starben. Es ist ja sogar so gewesen, dass in Dorsel eine Einsatzkraft, eine junge Feuerwehrfrau, zu Tode gekommen ist, als sie eine Bewohnerin des Campingplatzes noch versucht hatte, in letzter Sekunde zu retten. Da spielten sich also ganz dramatische Szenen ab in Dorsel. Das war aber so in der technischen Einsatzleitung nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass die technische Einsatzleitung das als lokales Ereignis ansah, weil eben dieser Campingplatz da direkt in Ahrnähe war. Und der Campingplatz war auch schon 2016 von der Flut betroffen und auch damals mussten dort schon Rettungseinsätze gefahren werden. Dann gab es 17.17 Uhr. Eine Katwarnmeldung des Landesamtes für Umwelt. Da wurde die Hochwasserwarnstufe auf lila erhöht. Das ist die Warnstufe 5, also die höchste Warnstufe. Das hat aber für sich genommen noch nicht so viel zu sagen. Die Warnstufe wird ausgelöst bei einem Hochwasser HQ50 aufwärts. Und immer dann, wenn die Überflutung bebauter Gebiete in größerem Umfang zu erwarten ist. Das ist also auch nichts, wo man jetzt unmittelbar
etwas Konkretes für einen Flutverlauf ableiten kann. Außer, dass die Lage sehr ernst war und das war der Tell allmählich in dieser Phase auch bewusst geworden. Darauf haben auch die Beschuldigten in der technischen Einsatzleitung, wie gesagt, der Landrat hat eigentlich nicht reagiert, aber wir müssen immer so denken, wenn der Landrat da gewesen wäre, was hätte er gemacht? Hätte auch nichts anderes gemacht, wie das, was der Leiter der technischen Einsatzleitung gesagt hätte, was jetzt wahrscheinlich das Richtige ist, was man macht. Deswegen, wenn ich von technischer Einsatzleitung spreche, meine ich immer die Beschuldigten für den fiktiven Fall, dass der Landrat da gewesen wäre. Die Beschuldigten haben darauf reagiert. Die Einsatzleitung wurde übernommen um 17.40 Uhr. Es wurden enorme Anstrengungen unternommen, Rettungshubschrauber zu besorgen, weil man eben wusste in Dorsel am Campingplatz, das wird eng, dort sind Menschen in Not. Man hat auch gezielt in Hessen Rettungshubschrauber mit Seilwinde angefordert, weil es die in Rheinland-Pfalz nicht gab. Und man hat kurz nach 6 abends auch schon überörtliche Hilfe angefordert und das Bereitschaftensystem aktiviert. Es ist also nicht so, dass da nichts passiert wäre in dieser Phase. Ein Wort noch zum Katastrophenfall. Die Ablehnung der Ausrufung des Katastrophenfalls wurde in der Öffentlichkeit sehr, sehr heftig diskutiert und auch kritisiert. Für die strafrechtliche Bewertung ist das aber ohne größere Bedeutung. Denn die Ausrufung des Katastrophenfalls, an die sind kaum zwingende Konsequenzen geknüpft. Er ist weitgehend rein deklaratorischer Natur. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls an sich werden keine Menschen gerettet. Deshalb ist das strafrechtlich nicht so wichtig. Hierzu muss man wissen, der Katastrophenfall in Rheinland-Pfalz ist die Ausrufung der Alarmstufe 5 nach dem Rahmen Alarm- und Einsatzplan Hochwasser. Und die einzige hieran geknüpfte Konsequenz ist die Veränderung der Führungsstruktur und die Einrichtung der technischen Einsatzleitung auf Kreisebene. Das hat die technische Einsatzleitung aber gemacht, indem sie um 17.40 Uhr die Einsatzleitung auch formell übernommen hat. Vorher waren die aber auch schon aktiv. Das war sozusagen der formelle Akt um 17.40 Uhr. Und damit sind die auch faktisch der Empfehlung der Verbandsbürgermeisterin von Altenahr nachgekommen, auch wenn ausdrücklich die Alarmstufe nicht auf 5 erhöht worden ist. Sie sehen, die Tell hat in dieser Phase erkannt, dass Menschen in Gefahr sind und externe Hilfe zur Rettung von Menschen in Gefahr benötigt wird, dass eine zentrale Koordination nötig ist und sie hat sich um die Herbeischaffung möglichst vieler Rettungseinheiten bemüht. Sie ist aufgrund des ihr vermittelten Lagebildes allerdings weiterhin von einem in üblicher Weise ansteigenden Hochwasser ausgegangen. Sie kannte weder die genauen örtlichen Verhältnisse, noch war es ihr möglich, die potenziellen Überflutungsbereiche genau zu definieren. Weder war es ihr aufgrund der vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten möglich, einen Evakuierungsradius festzulegen, noch waren zu diesem Zeitpunkt genügend Einheiten an der Unterahr vor Ort, um diese zielführend umzusetzen. Es gab keine Evakuierungspläne und hätte es welche gegeben, muss man ehrlicherweise sagen, dann wären diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ausgelegt gewesen auf diese Art von Naturkatastrophe, die sich dann tatsächlich ereignet hat. Außerdem bleibt völlig unklar, ob die Menschen angesichts der noch völlig unauffälligen Lage an den Orten in der Mittel- und vor allen Dingen der Unterahr einer entsprechenden Aufforderung überhaupt gefolgt wären und ihre Häuser tatsächlich verlassen hätten. Aus Sicht der technischen Einsatzleitung war es daher in dieser Situation noch vertretbar, sich zunächst auf die Herbeischaffung von Rettungseinheiten zu kümmern, vor allen Dingen für die obere Mittelahr und die Oberahr und die Pegelentwicklung weiter zu beobachten. Der Pegelstand war zu dem Zeitpunkt noch nicht dramatisch, muss man sagen. Dann kommen wir zur nächsten Phase. Das war die von 18.30 Uhr etwa bis 20 Uhr. Da gab es eine
Veränderung im Lagebild um 18.26 Uhr. Da wurde der Pegelstand nämlich abgesenkt. Nicht der Pegelstand, entschuldigen Sie, die Pegelprognose abgesenkt auf 4,6 Meter. Und das bei einem Pegelstand von 2,63 Meter, also immer noch, auch in dem Fall durchaus deutlich unter dem Pegelstand von 2016. Die technische Einsatzleitung konnte nun zunächst davon ausgehen, dass das Hochwasser sich etwa auf dem Niveau von 2016 bewegen würde und agierte auch dementsprechend nach dieser Pegelprognose. Dazu muss man wissen, Pegelprognose 4,6 Meter, 2016, da war der Pegel bei 3,71 Meter. 73, 71, egal, ja, jedenfalls so um die 3,70 Meter. Das heißt, es war so etwa in dem Bereich. Die Lage erschien weiterhin schwierig, aber beherrschbar, und örtliche Maßnahmen überließ sie den Abschnittseinsatzleitungen, weil die bessere Ortskenntnis hatten. Die Lage an der Ober- und Mittelahr war weit schlimmer, als die TEL, die technische Einsatzleitung, damals erahnen konnte. Heute wissen wir, dass Lagebilder zwischen den örtlichen Einheiten und der technischen Einsatzleitung nur völlig unzureichend übermittelt worden sind, weil sich die technische Kommunikation schwierig gestaltete, vor allem aber auch, weil die Einsatzkräfte durch ihre Rettungseinsätze, die in dieser Massivität auch für die Rettungskräfte vor Ort unerwartet waren, derart massiv gebunden waren, dass sie die Übermittlung von Lagebildern an die technische Einsatzleitung als nachrangig ansahen oder schlicht aus dem Blick verloren haben. Die waren eben mit Menschenrettung beschäftigt. Und das kann der TEL nicht angelastet werden, das kann aber auch den Einsatzkräften nicht angelastet werden, die vor Ort alles gegeben haben, was sie hatten geben können. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass das, was da auf alle zukam, von niemandem so erwartet worden war. Es konnte sich also niemand darauf vorbereiten, sozusagen. In der damaligen Situation erwartete niemand eine Sturzflut mit dynamisch schwallartigen Flutwellen und einer solchen Energie und einer solchen Fließgeschwindigkeit. Der Pegelstand in Altenahr erreichte mit 10 Metern einen Stand, der in keiner Prognose auch nur annähernd abgebildet war. Und aus der Sicht der technischen Einsatzleitung deutete die Prognose um 18.26 Uhr zunächst auf eine gewisse Entspannung hin. Die Lage schien aus deren Sicht weiterhin ernst, aber beherrschbar. Und eine Abschätzung des weiteren Verlaufs war den Verantwortlichen in der Kreisverwaltung nicht möglich. Der Pegelanstieg blieb der technischen Einsatzleitung im weiteren Verlauf gegen 20 Uhr dann aber natürlich nicht verborgen, da die Pegelstände in der technischen Einsatzleitung an die Wand projiziert worden sind. Das heißt, die wussten immer, wie der Pegel sich entwickelt. Und dementsprechend forderte die technische Einsatzleitung auch immer weitere Kräfte an, um die Abschnittseinsatzleitungen vor Ort in die Lage zu versetzen, dort, wo es erforderlich werden würde, Teilräumungen vornehmen zu können, weil sie wusste, dass an der Oberahr und teilweise auch in der Mittelahr bereits Menschen in Häusern eingeschlossen sind und das Hochwasser schnell anstieg. Die forderten die Bergungsgruppe an, die forderten Bundeswehrhubschrauber an, die forderten Taucher an, die forderten Hubschrauber aus Nordrhein-Westfalen an, die natürlich nicht kamen, weil dort die Lage ja auch sehr schlimm war. Die forderten die Strömungsretter des DLRG an, die forderten die Wasserrettungszüge an. Und die technische Einsatzleitung gab um 19:35 Uhr eine Katwarnwarnung heraus, in der ausdrücklich dazu aufgefordert worden ist, Erdgeschosswohnungen, Keller und Tiefgaragen zu meiden. Und die TEL teilte vorsorglich auch einen Pegelstand von möglichen 5 Metern schon einmal mit. Vielleicht, weil war das ein Fehler, das wissen wir nicht ganz genau, aber möglich, weil der Pegelstand, der prognostizierte, war ja die 4,6 Meter, aber die Pegelentwicklung gegen 8 Uhr ging eben nach oben,
Kann auch sein, dass das schon vorausschauend so war, dass die gedacht haben, es könnte auch schlimmer kommen, wir waren mal mit 5 Metern. Und in dieser Phase lag der technischen Einsatzleitung aber immer noch kein Lagebild vor, in dem sie eine Evakuierungsanordnung zwingend erlassen mussten, denn die 5 Meter war ja immer noch die Hälfte nur dessen, was am Ende als Flut sich durch das Tal quälte. Eine Bestimmung konkreter Evakuierungsgebiete war ihr daher nicht möglich, weil eine Umrechnung des Pegelstandes in Alten A in konkrete Überflutungsflächen A abwärts in der konkreten Lage von ihr nicht geleistet werden konnte. Und jetzt kommen wir zur Phase 4, das ist sozusagen die letzte Phase des Abends gewesen oder der Nacht. Eine gravierende Veränderung des Lagebildes ergab sich dann erst wieder sukzessive in der Zeit zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr. Der Pegel in Alten A stieg gegen 20 Uhr sehr schnell an. Um, meine ich, 19.30 Uhr war der noch bei 3,90 Meter und da habe ich ja notiert, 3,92 Meter. Um 20.15 Uhr schon bei 5,09 Meter. Um 20.43 Uhr manifestierte sich diese Entwicklung schließlich mit 5,41 Meter am Pegel Alten A, wohlgemerkt noch fast 5 Meter unter dem, was am Ende erreicht worden ist, und einer 24-Stunden-Prognose von 6,91 Meter, immer noch 3 Meter unter dem, was am Ende erreicht worden ist. 3 Meter ist im Übrigen viel. Das ist ein komplettes Geschoss in einem Haus. Spätestens gegen 21 Uhr gingen dann auch die Meldungen über eingestürzte Häuser in Alten A und Schuld ein. Wir wissen nicht ganz genau, wann die Tell davon erfahren hat. Wir wissen aber, dass es spätestens um 21 Uhr dort bekannt gewesen sein muss. Allerdings blieb der Pegel danach zunächst konstant ab 20.43 Uhr, sodass das den Eindruck erweckt haben könnte, dass eine Stagnation eingetreten ist. Um 21.26 Uhr wurde der technischen Einsatzleitung dann aber mitgeteilt, dass der Pegel um 20.45 Uhr ausgefallen sei. Das heißt, man realisierte spätestens dann, dass man ab jetzt im Blindflug unterwegs ist, dass möglicherweise die Situation ab jetzt nicht mehr beherrschbar ist und man eben über konkrete Pegelstände nicht mehr informiert war. Es ist unschwer zu erkennen, dass die technische Einsatzleitung von der rasanten Entwicklung des Ereignisses überholt worden ist und nur noch reagieren, aber nicht mehr planvoll agieren konnte. Das Einsatzgebiet war schlicht zu groß, die Meldungen zu viel. Die technische Einsatzleitung mag nun zwar die Gefahr für die Unter-A erkannt haben, aber war zugleich, und das bis spät in die Nacht, durch fortlaufende Rettungseinsätze an der Ober- und vor allen Dingen an der Mittel-A, wo sich Menschen augenscheinlich in akuter Lebensgefahr befanden, gebunden. Insgesamt erstreckte sich jetzt das akute Einsatzgebiet auf über 60 Kilometer beidseitig der A. Die Kräfte an der Ober- und Mittel-A waren weitgehend gebunden, konnten also nicht für Rettungseinsätze A abwärts herangezogen werden. Sie waren aufgrund der Überflutungen der Verbindungswege nur noch eingeschränkt mobil. Die Unwetterzüge aus entfernteren Landkreisen waren schon länger angefordert, aber überwiegend noch nicht eingetroffen. Die Einzelheiten, meine Damen und Herren, würden jetzt zu weit führen, aber die technische Einsatzleitung hat sich durchgehend bemüht, weitere externe Rettungseinheiten heranzuführen. Sie hat sich in zahlreichen Bundesländern um Hubschrauber bemüht, Bereitschaftspolizeikräfte alarmiert, Schnelleinsatzgruppen angefordert, verzweifelte Versuche unternommen, sich durch eine Erkundungsfahrt ein eigenes Lagebild zu verschaffen. Sie hat Gruppen des Technischen Hilfswerks angefordert für Bergung, Räumung und Notversorgung. Sie hat ein nationales Rettungshilfeersuchen gestartet und hat bereits gegen 20.30 Uhr auch bei der Bundeswehr Unterstützung erbeten, was sich allerdings kurzfristig als schwierig darstellte. Rettungshubschrauber der Bundeswehr wurden vorher schon angefragt.
Die Abschnittseinsatzleitungen in Bad Neuenahr, Ahrweiler und Sinzig haben dann auch in der Phase nach 20 Uhr oder sagen wir mal besser so ab 21, 22 Uhr mit ersten Evakuierungsempfehlungen und ausdrücklichen Warnungen begonnen. Aber eine gezielte, planmäßige, organisierte Evakuierung im tatsächlich erforderlichen Umfang war zu diesem Zeitpunkt in Bad Neuenahr, Ahrweiler schon nicht mehr möglich. Das Stadtgebiet erstreckt sich von Walbortsheim bis Heimersheim auf einer Länge von etwa 9 Kilometern mit mutmaßlich 10.000, vielleicht sogar bis zu 15.000 Menschen im potenziellen Überflutungsgebiet, das eine Breite von 800 bis 900 Metern um die Ahr erreichte. Etwas, was noch nie dagewesen war. Die Unwetterzüge aus anderen Kreisen waren bereits angefordert, aber noch nicht vor Ort. Sie trafen dort erst zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr ein. Die erste Flutwelle erreichte Bad Neuenahr, Ahrweiler bereits um 23 Uhr, sodass keine Zeit mehr verblieb, eine koordinierte, geplante Räumung oder Evakuierung durchzuführen. Die Frage ist im Übrigen auch, wie eine Evakuierungsanordnung in dieser Phase hätte genau aussehen müssen. Selbst wenn der Kreis über Evakuierungspläne verfügt hätte, das habe ich schon gesagt, wären diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht für eine derartige Katastrophe ausgelegt gewesen und hätten in der Kürze der noch zur Verfügung stehenden Zeit auch mit den vorhandenen Kräften kaum umgesetzt werden können. Für die technische Einsatzleitung war auch eine Abschätzung oder Festlegung des Evakuierungsraumes praktisch kaum möglich. Wir müssen davon ausgehen, dass sie das tatsächliche Ausmaß der Flut nicht kannte und konnte dementsprechend den Umfang der Überflutungsflächen und den zu erwartenden Wasserstand auch nicht sicher abschätzen. Die Hochwassergefahrenkarten boten in dieser Situation nur eine eingeschränkte Hilfe. Abgesehen davon, dass es keine Verwaltungsvorschrift und keinen Standard gibt, wonach örtliche Evakuierungen in einer Katastrophenlage auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten durchzuführen sind, deckten sich die darin für HQ Extrem, also das 200-jährlich auftretende Hochwasser, also die höchste Hochwasserstufe in der Hochwassergefahrenkarte, deckten sich die dafür ausgewiesenen Überflutungsflächen in keiner Weise mit den tatsächlichen Überflutungsflächen. Ein im Untersuchungsausschuss angehörter Sachverständiger hat dementsprechend auch dazu ausgeführt, dass aus diesen Karten, so wie sie damals waren, keine zielführenden konkreten Maßnahmen im Einsatz selbst abgeleitet werden können. Das ist auch nicht der Zweck dieser Karten. Das Einzige, was in dieser Zeitphase noch möglich war, das hat der Katastrophenschutzexperte und Sachverständige Professor Dr. Giesler als im Untersuchungsausschuss hat er den Ausdruck gebraucht, Quick and Dirty Räumung bezeichnet. Also die mehr oder weniger chaotische Ad-hoc-Räumung im Sinne eines Ausschwärmens und zu gucken, was noch zu retten ist, mit allen Unwägbarkeiten und Risiken, die damit verbunden sind. Die Zeit hätte aber nicht mehr gereicht, um flächendeckend alle Menschen auf eine solche Art zu evakuieren. Es war völlig unmöglich, im gesamten potenziellen Flutgebiet Ahrweiler bis über Bad Bodendorf bis Sinzig hinunter bei vielen Tausenden von Wohnungstüren zu klopfen und zu klingeln. Viele Menschen waren bereits zu Bett gegangen. Nicht jeder wäre der Räumungsaufforderung gefolgt. Es hätte mitunter langwierige Diskussionen gegeben. Kein Mensch weiß, wie eine solche Maßnahme, mit welchem Erfolg, die hätte umgesetzt werden können noch. Alle Menschen, möglicherweise um die 10.000, am späten Abend, das will ich auch noch zu bedenken geben, aus ihren Häusern zu evakuieren und damit in Bewegung zu versetzen, wäre auch nicht ohne Risiko gewesen. Wir sprechen hier immer noch von einer Ermessensentscheidung der Verwaltung, die allerdings auf null reduziert werden kann, wenn etwas zwingend geboten ist. Aber man muss schon sehen, eine Warnung alle raus und in höher gelegenes Gelände kann dazu führen, dass irgendwann gegen 22 Uhr, 21.30 Uhr 10.000 Menschen oder 5.000 oder 6.000 Menschen in Ahrweiler
zu ihren Autos gehen, versuchen wegzufahren. Es kann zu Staus kommen, wenn die Menschen mit den Autos wegfahren wollen. Nicht alle würden in der Lage sein, sichere Bereiche selbstständig zu Fuß zu erreichen. Ein Eintreffen der Flutwelle bei laufender Evakuierung kann zu Panik führen. Vielen Menschen, die sich auf der Straße befinden, kann das Leben kosten. Die Festlegung der sicheren Rückzugsbereiche war zu diesem Zeitpunkt kaum möglich. Man muss ja den Leuten auch sagen, wo sie hingehen sollen. Also, es genügt ja nicht zu sagen, verlassen Sie Ihr Haus. Wo sollen denn die Leute hingehen, wenn nicht mehr viel Zeit bleibt? Die Höhe der Flut war aber nicht vorhersagbar für die technische Einsatzleitung in dieser Situation, weil sie nicht mehr wusste, was da überhaupt an Welle von oben kommt. In vielen Fällen wäre es sogar zielführender gewesen, die Menschen lediglich in das obere Stockwerk zu verbringen oder dazu aufzufordern. Dies wäre aber wiederum in Fällen, in denen das gesamte Haus von der Flut hinweggerissen worden ist, die falsche Entscheidung gewesen. Ebenso in Fällen, in denen auch das obere Stockwerk hoch unter Wasser stand. Ob ein Haus hinweggerissen wird oder nicht, war aber für die technische Einsatzleitung in dieser Situation nicht vorhersagbar. Es hätte folglich angesichts der kurzen und noch zur Verfügung stehenden Zeitspanne jeweils komplexer Einzelfallentscheidungen bedurft. Die Sachlage war insgesamt eben äußerst komplex und vermeintlich einfachen Lösungen nicht zugänglich. Und ich finde es auch ein wenig unseriös, wenn man an dieser Stelle mit schlichten Schlagworten arbeitet. Das sind differenzierte Entscheidungen, die ergehen müssen. Und hätte man dort eine schlagwortartige Entscheidung getroffen, und dadurch wären am Ende 500 Menschen in Ahrweiler ums Leben gekommen, dann würde man genau die Entscheidung, die man jetzt vielleicht von jemandem verlangt, die würde man dann wiederum verurteilen und danach und fordern, dass das strafrechtlich verfolgt wird. Das war eine unüberschaubare, diffus komplizierte Situation, in der sich die damals befanden, sowohl in der technischen Einsatzleitung als auch die Einsatzkräfte vor Ort. Und die zur Verfügung stehende Zeit, die war eben begrenzt und die Ungewissheiten waren groß. Und der Sachverständige, Professor Dr. Giesler, bezeichnet Evakuierung mit dem Ziel der aktiven Verbringung. Also dieses Hingehen, jemanden gegebenenfalls auch mit Zwang da rausholen, als logistisch ausgesprochen aufwendig. Das kennen wir aus diesen Bombenevakuierungen. Das ist ein aufwendiges Prozedere. Viele folgen dem nicht, viele müssen überredet werden. Das ist nicht einfach. Und eine aktive Evakuierung, so der Sachverständige, im Bereich von nur 3 Stunden sei schlechterdings nicht machbar. Und überdies, so auch der Sachverständige, sei es nicht möglich, eine verlässliche Aussage darüber zu treffen, wie eine solche Quick-and-Dirty-Evakuierung tatsächlich verlaufen wäre. Und ob dadurch tatsächlich beispielsweise einer der verstorbenen Menschen gerettet worden wäre. Das sei, so der Sachverständige, durchaus möglich gewesen, vielleicht sogar wahrscheinlich. Der Erfolg einer solchen Maßnahme könne aber angesichts der akuten Lagedynamik und des extremen Flutverlaufs nicht seriös abgeschätzt werden und bleibt daher letztlich spekulativ. Ein Wort möchte ich noch zu Sinzig verlieren, jetzt zum Ende hin meiner Ausführungen. Der schreckliche Tod von 12 Heimbewohnern im Lebenshilfehaus in Sinzig hat auch uns sehr, sehr beschäftigt im Rahmen unserer Ermittlungen. Diese Menschen waren nämlich von vornherein auf fremde Hilfe angewiesen. Sie bedurften der aktiven Rettung, sie konnten sich nicht alleine helfen. Also ein eigenständiges Reagieren auf Warnungen war ihnen nicht möglich. Deshalb haben sich die Ermittlungen auch sehr intensiv mit den dortigen Abläufen beschäftigt. Und die Abläufe am Lebenshilfehaus können letztlich bei genauer Analyse nur als besonders unglückselig und tragisch bezeichnet werden. Die Abschnittseinsatzleitung in Sinzig war über die Pegelstände und die Pegelprognosen durchgehend gut informiert
und wurde von der technischen Einsatzleitung auch bereits gegen 21.45 Uhr darüber informiert, dass an der Ober-Ahr und an der Mittel-Ahr wohl Häuser eingestürzt seien und die Lage eben dramatisch sei. Und die Einsatzabschnittsleitung in Sinzig ergriff nach Kenntnis dieser Lageverschärfung auch ab 21, 22 Uhr gezielte Maßnahmen. Diese umfassten sowohl Warnungen der Bevölkerung als auch Teilevakuierungen. Es wurde in Sinzig aus unserer Sicht eigentlich alles richtig gemacht. Das klingt angesichts der unglückseligen Ereignisse danach seltsam, aber es wurde wahrscheinlich da wirklich nicht viel falsch gemacht. Man nutzte in Sinzig nämlich die Zeit, die man in Ahrweiler nicht mehr hatte. Die Abschnittseinsatzleitung hat von der Polizei in Remagen eine Übersicht über alle entlang der Ahr gemeldeten Personen angefordert, etwa 1600. Dann wurden einzelne Feuerwehreinheiten gezielt beauftragt, bestimmte Straßenzüge zu warnen und zu räumen gegebenenfalls oder zumindest dazu aufzufordern. Gegen 23.30 Uhr, 0 Uhr, genau wissen wir es nicht, erhielt nach Zeugenaussagen auch eine Feuerwehreinheit den Auftrag, den Bereich, in dem das Lebenshilfehaus in Sinzig lag, zu warnen und gegebenenfalls zu evakuieren. Im Lebenshilfehaus selbst waren Betreuer vor Ort. Das Lebenshilfehaus, für alle, die das nicht mitverfolgt haben, besteht aus zwei Gebäuden, einem Hauptgebäude etwa 265 Meter von der Ahr und zwei Tageswohnungen in einem separaten Gebäude etwa 220 Meter von der Ahr. Dazu muss man wissen, dass es im Endeffekt nicht notwendig war oder gewesen wäre, alle Heimbewohner an einen anderen Ort zu verbringen. Eine vertikale Räumung, also ein Verbringen nach oben in das erste Stockwerk, das hätte eigentlich schon ausgereicht. Die Feuerwehr war vor Ort, um 23.15 Uhr war die Feuerwehr vor Ort im Lebenshilfehaus und warnte diesen Betreuer. Der Inhalt der Unterhaltung vor Ort, der ließ sich für uns nicht mehr exakt rekonstruieren, weil die Detailangaben der Beteiligten in einigen Punkten etwas abweichen. Die Beteiligten befanden sich damals in akutem Stress. Es ist nicht ausgeschlossen, dass nicht ausreichend eindeutige Formulierungen hinsichtlich der Frage Räumung, wann, wie gewählt worden sind. Andererseits muss man natürlich sehen, es war ein verantwortlicher Betreuer vor Ort, der von der Hochwassergefahr definitiv in Kenntnis gesetzt worden war und aufgrund dessen auch selbstständig hätte die Räumung in die Wege leiten können. Die Situation war für alle Beteiligten unübersichtlich. Niemand ahnte, mit welcher Gewalt und Wucht diese Flut, vor allen Dingen mit der Geschwindigkeit der Flut, hat niemand gerechnet vor Ort. Gegen 2 Uhr erschienen dann erneut zwei Feuerwehrleute am Lebenshilfehaus und sprachen erneut mit dem Betreuer. Sie forderten ihn nun explizit auf, das untere Haus zu räumen, die Menschen ins Haupthaus in Sicherheit zu bringen. Im Haupthaus sind später die Menschen gestorben. Der Betreuer telefonierte dann noch einmal mit seiner Vorgesetzten, begab sich vom Haupthaus, wie die Feuerwehr gesagt hat, in das nähere Haus runter und hat dort versucht, die Menschen zu evakuieren. Es gelang ihm noch, 4 Bewohner zum Haupthaus zu schicken. Dann stieg aber das Wasser, zu dem Zeitpunkt übrigens, als die Feuerwehr da war, stand das Wasser noch nicht im Haus. Dann stieg das Wasser rapide an, sodass der Betreuer einfach nicht mehr zum Haupthaus zurückkam. Und die 4 Bewohner, die er zum Haupthaus geschickt hatte, die konnten dort in letzter Sekunde noch durch andere Menschen, die vorbeigekommen sind und in einer heroischen Rettungsaktion denen noch geholfen haben, konnten die noch gerettet werden, aber im Erdgeschoss die dort schlafenden Bewohner im oberen Haus, die waren jetzt aufgrund der Abwesenheit des Betreuers schutzlos der Flut ausgeliefert, weil der unten gerade bei der Rettung war. So, wer ist jetzt daran schuld? Ja, wer ist jetzt daran schuld? Ist jemand daran schuld oder ist das einfach nur ein ganz furchtbares Unglück und es fehlten am Ende, was weiß ich, 20 Minuten? Dann wäre der Betreuer mit den anderen auch noch oben gewesen, dann hätte er die anderen da unten auch noch rausgeholt, die hätten einfach nur die Treppe hochgehen müssen. Ja, das haben wir uns auch gefragt. Ist jetzt jemand daran schuld?
Es ist eine generelle Warn- und Räumungsanordnung für diesen Teil von Sinzig grundsätzlich ergangen. Es war Feuerwehr vor Ort, zweimal, und zwar bevor das Wasser eintraf. Es war ein Betreuer vor Ort, der wurde auch gewarnt. Den Beteiligten vor Ort, Feuerwehr, Betreuer, den kann man aus unserer Sicht in dieser Akutsituation keinen Vorwurf machen. Das will ich an der Stelle betonen. Sie verfügten nicht über einen Erkenntnisstand, der es ihnen ermöglicht hätte, wesentlich anders zu handeln. Die Einsatzkräfte hatten einen großen Räumungsbereich abzuarbeiten. Sie waren im Volleinsatz, sie befanden sich in akutem Stress. Sie sahen sich extremem Handlungsdruck ausgesetzt. Sie haben geleistet, was sie konnten. Alle wurden von der Flut und der Wasserhöhe der Flutwelle überrascht. Das hängt bei der technischen Einsatzleitung in Ahrweiler an. Das geht bis hin zu dem Feuerwehrmann, der am Lebenshilfehaus war, bis hin zu dem Betreuer, der da drin auf seine Heimbewohner hätte aufpassen sollen. Niemand konnte sich so etwas vorstellen, dass das in dieser Wucht und in dieser Vehemenz kommen wird. Und niemand konnte sich damals vorstellen, dass man im Endeffekt so wenig Zeit nur noch hat für eine Räumung. Ja, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, man kann auch noch, wenn das Wasser kniehoch ist, irgendwie kriege ich das noch, kann ich auch noch durchlaufen. Aber wenn man da losgelaufen ist, wo das Wasser kniehoch war, und dann ist man da hinten angekommen, dann stand es einem schon bis zur Brust. Das war das Problem dieser Flut. Man hatte das Lebenshilfehaus im Blick gehabt und man war um 2 Uhr nochmal da und hat ausdrücklich gewarnt. Die Feuerwehrleute, die da waren, haben gesagt, sie hätten ihre Hilfe noch angeboten. Aber die mussten ja auch weiter. Es war ja viel los. Alle beeilten sich, wie sie sich beeilen konnten, und am Ende blieb dann doch zu wenig Zeit. Und was dann bleibt, ist das schicksalhaft traurige Geschehen um die Menschen im Lebenshilfehaus. Aber nach unserem Ergebnis, und wir haben das wirklich sorgsam geprüft und sind in alle Details eingestiegen, sind die Menschen nicht einem strafbaren Versagen eines einzelnen Menschen zum Opfer gefallen, sondern letzten Endes einer gewaltigen, in ihrer Dimension von niemandem erahnten Naturkatastrophe.